In Teil 21 unserer Reihe Urlaub in Deutschland 2020 haben wir uns kurz vor dem November-Lockdown nochmal in Münster umgeschaut. Wir geben Sightseeing-Tipps für die wunderschöne Tatort-City und zwar bei Tag und Nacht. Münster ist mit seinen knapp 310.000 Einwohnern eine quirlige Studentenstadt. Die Hauptsehenswürdigkeit ist der Prinzipalmarkt, ein wunderbarer mittelalterlicher Straßenzug. Außerdem hat das Rathaus von Münster im Westfälischen Frieden eine wichtige Rolle gespielt. Ein echtes Highlight im Herbst sind am Prinzipalmarkt die Lambertus-Laternen. Diese hängen rund um die Straße und haben mittelalterliche Motive, aber auch witzige Motive zu bieten. Ebenso werden Sehenswürdigkeiten der Stadt dargestellt wie der Aasee, der Naherholungsgebiet und Tatort-Drehort zugleich ist. Großes weiteres Highlight der Altstadt ist ebenso der Spiekerhof. Die wirklich sehr pittoreske Überwasser-Liebfrauenkirche könnte man auch in Belgien oder Holland vermuten. Das markanteste Kirchengebäude ist aber der St. Paulus-Dom, den es schon seit 1225 gibt. Münster ist allerdings auch eine große Museumsstadt. So gibt es hier zum Beispiel das LWL Landesmuseum für Kunst. Kunst vom Mittelalter bis zur Moderne und ebenso interessant das Picasso-Museum. In der Stubengasse gibt es viele Shoppingmöglichkeiten und sogar ein Fahrradparkhaus. Nun zu unserem Kaffeetipp. Wir empfehlen das Easy Living. Der Flat White ist hier sehr geschmackvoll und fast noch mehr das Porridge. Zum Schluss bleibt zu sagen, Münster ist eine sehr grüne Stadt und gerade im Herbst mit besonders schönen Farben.